Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rufguide präsentieren. Und zwar haben wir diesmal die Fraktion aus Patch 10.1, die Niffin von Loam. Die können wir insgesamt auf eine Ruhmstufe von bis zu 20 bringen und wie ihr das am besten macht, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes soll gesagt sein, ihr solltet am besten die komplette Kampagne durchspielen. Die Kampagne hat insgesamt 7 Kapitel und ihr bekommt bei einigen dieser Kapitel beim Abschluss dementsprechend ein Ruftoken. Dieses Ruftoken bringt euch 2500 Ruf. Ist auf jeden Fall eine Menge. Kleine Randinformation, diese Ruftokens könnt ihr auch mit bestimmten Multiplikatoren dann ein bisschen erhöhen. Und zwar könnt ihr sowohl den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff dafür hernehmen, also bevor ihr Ruftokens einsetzt, Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff holen, irgendeinen anderen Buff von irgendeinem der Feiertage, die gehen natürlich auch. Oder ihr seid Mensch, kriegt nochmal 10% extra Ruf. Was natürlich auch geht, bei Twink-Chars könnt ihr auch diesen Buff nutzen, den ihr schon bei den anderen Fraktionen kennt. Ne? Bei Stufe 10 bekommen wir einen Buff, dass wir mit allen Chars auf dem Account bis Stufe 10 100% mehr kriegen. Und bei Stufe 20 gibt es ja dann ebenfalls nochmal einen Buff, dass wir quasi 200% bis Stufe 10 kriegen und dann bis Stufe 20 100%. Das buggt tatsächlich aktuell. Irgendwie bekommt man bis Stufe 20 mit dem Twinks dann trotzdem 200% mehr. Warum auch immer, ist natürlich ein positiver Bug. Ich habe mit meinem Zweitchar, mit dem Hunter, mit dem ich hier auch alles durchgequestet habe, diese ganzen Ruftokens aufbewahrt. Der war auf Stufe 6 und mein Twink ist jetzt weiter als der Main. Der ist nur mit den Ruftokens auch auf 20 gekommen. Plus sogar hat diese Paragon-Kiste, nenne ich es jetzt einfach mal, die man ab 20 auffüllen kann, jetzt bei fast 7000, also nochmal 7000 extra Ruf, einfach weil er halt dann immer den dreifachen Ruf bekommen hat. Was könnt ihr sonst noch machen? Neben der Main-Kampagne könnt ihr noch einige Sidequests hier machen. Und diese Sidequests dauern meistens relativ kurz und am Ende kriegt ihr dann jeweils einen Token von 1000 Ruf. Ich hatte jetzt alles mitgenommen, hatte mit dem Stand, den ich jetzt aktuell spielen kann, also 6 von 7 Kapitel, hatte ich quasi 4 Ruftokens, A 2500 und hatte 5 Sidequest-Stränge gemacht, die jeweils 1000 Ruf gebracht haben. Heißt, alleine über diese ganzen Quests, die man machen kann, kriegt man am Ende 15.000 Ruf innerhalb mit Tokens. Und wie gesagt, mit dem Zweitchar oder Alls kann man dann dementsprechend diese einsetzen, wenn man sich die extra Buffs über die Meilensteine Ruf 10 oder 20 beim Main schon mal freigeschalten hat und dann direkt auf 20 hochballern. Aber wir wollen uns ja jetzt erstmal konzentrieren darauf, wie ihr den ersten Char auf 20 bekommt. Nachdem ihr diese ganzen Main- und Side-Quests gemacht habt, kann ich euch empfehlen, dass ihr natürlich täglich die World-Quests mitnimmt. Hier ist es so, dass ihr am Mittwoch eine größere Anzahl an World-Quests kriegt und dann zusätzlich jeden Tag 2 neue. Heißt, ihr könnt täglich immer 2 neue World-Quests machen, wenn ihr dementsprechend am Mittwoch erstmal alle abgeräumt habt. Dann gibt es noch diese Hörnchen-Quests, die schimpfen sich öffentliche Events, würde ich jetzt mal sagen, und mit diesen öffentlichen Events kann man dementsprechend auch nochmal ein bisschen Ruf kriegen. Hier ist es so, dass ihr pro Event 50 Ruf kriegt. Bei den blauen Events bekommt ihr quasi 25 Ruf fürs Abschließen und nochmal eine Kiste, wo nochmal 25 Ruf drin ist, also zusammen 50. Und dann gibt es epische Events, die sind meistens in den Elite-Gebieten hier hinten. Und dort ist es dann so, dass ihr direkt 50 Ruf kriegt. Und da kriegt ihr aus der Kiste dann quasi nichts mehr raus. Diese Hörnchen-Dinger, da gibt es einige von. Ich habe da ein Add-on normalerweise auch an. Das habe ich jetzt gerade ausgeschalten, weil ich bin fertig mit dem Ruf. Ich brauche die Teile nicht mehr machen. Da ist es dann so, dass ihr dementsprechend alle auf der Map seht. Das nennt sich Tomcat Tours. Können wir jetzt auch mal einschalten. Dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Ich habe gerade alle Addons ausgeschalten, weil seit dem Patch habe ich ein paar Probleme mit Bugs. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt mal an. Und jetzt seht ihr, hier haben wir diese ganzen Hörnchendinger. Die könnt ihr quasi einmal alle abschließen. Die resetten sich auch, aber weder daily noch weekly, sondern es ist ein bisschen verzwickter. Es sind quasi immer verschiedene Gruppierungen. Hier ist eine Gruppierung, hier ist eine, hier, hier und hier oben.
Und jeden Tag resettet sich eine Gruppierung wieder. Und am nächsten Tag das nächste. Und das dauert halt 5 Tage, bis einmal das komplett durch ist. Sprich, jeden Tag könnt ihr an einer Stelle wieder neu machen. Oder ihr wartet 5 Tage, macht alle und dann könnt ihr wieder alle machen. Also wie ihr das angeht, ist euch überlassen. Auf jeden Fall ist es wie bei den Rares, dass sich dann halt immer eine Gruppierung von diesen Hörnchen-World-Quests oder öffnenden World-Quests resettet. Bei denen ist es nicht so wie bei den normalen World-Quests, dass ihr den Progress alles selber machen müsst, sondern hier ist quasi der Progress von so einer Hörnchen-World-Quest oder öffentlichen World-Quest quasi so, dass alle Spieler, die in dem Bereich sind, mitarbeiten können. Ihr müsst aber auf jeden Fall was machen, dass ihr am Ende dann die Belohnung erhaltet. Wenn ihr nur AFK rumsteht, kriegt ihr leider nichts. Ich habe es ausprobiert. Genau, also darüber könnt ihr auch noch ein bisschen Ruf haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Event Forscher unter Feuer mitzunehmen. Da gibt es 2 verschiedene. Einmal hier Untersuchung der Zakili-Ruinen und dann gibt es noch Titanenabrechnung. Und bei beiden ist es so, dass ihr am Ende das erste Mal in der Woche, wenn ihr es abschließt, 1000 Rufe erhalten könnt, wenn ihr 12 von 12 Belohnungen aktiv abgehakt habt. Es ist nämlich so, dass ihr einen Timer von 8-9 Minuten am Anfang habt. Und hier bei diesem Timer läuft es folgendermaßen. Ihr habt insgesamt 9 Events, die ihr in diesem Timer schaffen könnt. Wenn ihr alle 9 Events geschafft habt oder die Zeit ausläuft, kommen am Ende nochmal 3 Zusatzevents. Ja, diese 3 Zusatzevents kommen immer, egal ob ihr dementsprechend nur ein Event in den 8-9 Minuten geschafft habt oder halt die vollen 9. Wenn ihr die vollen 9 geschafft habt, kommen diese 3 Zusatzdinger, habt ihr am Ende 12 und mit insgesamt 12 Events abgeschlossen, kriegt ihr einen Epic-Beutel. Wenn ihr insgesamt am Ende nur 9 Events abgeschlossen habt, kriegt ihr einen blauen und ich glaube bei insgesamt nur 6 einen grünen und dann wird es halt immer ein bisschen weniger. Umso mehr Events ihr abgeschlossen habt, umso mehr Rufe kriegt ihr dementsprechend. Wenn ihr nur einen blauen Beutel erwirtschaftet habt, dann kriegt ihr halt nicht die vollen 1000, sondern halt nur einen Anteil davon. Ihr könnt insgesamt 1000 Ruf einmal bekommen, heißt, wenn ihr einmal das erste Mal einen blauen Beutel habt, dann kriegt ihr, ich weiß jetzt nicht wie viel es ist, vielleicht 600-700 Ruf und wenn ihr danach einen epischen abschließt, kriegt ihr die restlichen 300, um die 1000 voll zu machen. Genau, das ist die einmalige Belohnung. Jedes weitere Event, was ihr danach macht, ihr könnt es so oft machen, wie ihr wollt, gibt dann immer noch 50 Ruf. Das Event findet immer jede halbe Stunde oder jede Stunde statt, aber immer zur vollen halben Stunde. Heißt um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr. Was ihr hier machen könnt, ihr könnt ein bisschen das cheesen. Ihr könnt zum Beispiel in eine Gruppe gehen, die hier im Tool drin sind, Researcher Under Fire heißen die im Englischen, mit 40 Mann das Ganze machen, dann ballert ihr das schnell durch, haut am Ende den Boss um, kriegt den ersten Beutel, lief die Gruppe, geht in die nächste Gruppe rein, die auch kurz vorm Endboss sind, haut wieder um, kriegt wieder den Beutel mit 50 Ruf und so weiter. Also ihr könnt das am Ende ein paar Mal machen, wenn ihr im Tool ein bisschen in Gruppen rumhoppt. Muss man das machen? Nein, aber da kann man halt nur so ein bisschen Ruf quasi rauskitzeln. Also da könnt ihr quasi nahezu endlos Ruf über die Woche farmen, weil das Event ja wie gesagt jede Stunde ist. Was ihr dann noch angehen könnt, ist, dass ihr ein bisschen mit euren Twinks arbeitet. Und zwar gibt es hier bei dem Kollegen ein kleines Grabespiel. Da braucht man so Karten und diese Karten kann man benutzen, um hier dieses Graben loszulegen. Am Ende, wenn man das abgeschlossen hat, gibt es immer einen kleinen Beutel und in dem Beutel kann ein Ruftoken drin sein. Dieses Ruftoken ist Battle.net-Account gebunden, heißt, ihr könnt es auf euren Main-Char schicken. Wenn ihr viele Twinks habt, könnt ihr das mit dieses Grabespiel immer und immer wieder machen und dementsprechend die ganzen Ruftoken auf den Main schicken. So habe ich auch meinen Ruf relativ schnell hochgeballert. Ihr habt 3 Möglichkeiten, mit jedem Char diese Map zu kriegen. Eine kriegt ihr immer for free jede Woche, das resettet sich. Eine bekommt ihr in der Mitte, in dem Gebäude hier. Wenn ihr die 1500 Ruf aufgefüllt habt, dann gibt es ja diesen Weekly-Beutel. Und die dritte Möglichkeit ist hier bei Ponzo, könnt ihr eine Karte kaufen gegen 3 von den Währungen. Wenn dann die Tauschziegel, wenn ihr die habt, oder wenn ihr im Ruf schon höher seid und die Tauschfelsbrocken habt, gegen die. Und die bekommt ihr ja, indem ihr, wenn dann die, die Quest in Waldracken macht, die Eintauschquest, oder hier hinten ein paar Kisten öffnet, da könnt ihr die auch quasi herkriegen, diese Währung. Und ja, wenn ihr diese 3 Versuche einmal gemacht habt mit dem Twink, bekommt ihr eigentlich im Schnitt immer einen Ruftoken, das schickt ihr auf den Main und dann lockt ihr halt auf den nächsten Twink. Das geht nur mit Level 70er Chars, also ihr könnt es nicht mit Low Chars machen, aber wenn ihr ein paar 70er Chars habt, dann könnt ihr da ein bisschen extra Ruf farmen. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die ich jetzt ausgenutzt habe, um relativ schnell hier den Ruf zu hoch zu farmen. Falls ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim
Ruf nachfarmen und denkt dran, bei den Twinks wartet mit den Ruf-Token, lasst die einfach im Inventar liegen und sobald ihr mit Main auf Max seid, haut ihr einfach die kompletten Ruf-Tokens der Kampagne und vielleicht von ein paar Sidequests rein und ihr seid mit dem Twink auf 20, ohne dass ihr hier groß grinden musstet. Also das ist wirklich eine super Sache, kann ich euch nur empfehlen, habe ich mit meinem Twinks auch so gemacht und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.